Ich muss das mal jetzt mit diesem Mikro machen, sonst kriegt ihr die echten Hörbeispiele nicht mit. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Ton, Klang, Geräusch oder einem Knall? Die Mediziner dürften sich dafür ganz besonders interessieren. Ein Ton ist eine Sinusschwingung oder phasenverschoben, demzufolge auch eine Kosinusschwingung, wie auch immer. Achtung, jetzt die Hörbeispiele zu Sinus. Ich hoffe, dass das so geht. Ein sehr weicher Klang. Sehr weicher Klang, sagte ich deswegen, weil die Sinusschwingung tatsächlich ganz weich wechselt, sozusagen. Deswegen weich. Wir hören uns jetzt mal verschiedene, und jetzt kommt der Unterschied zum Ton. Das ist also eine reine Sinusschwingung oder phasenverschoben Kosinus. Und jetzt zum Klang. Die gleiche Frequenz, aber mit ganz anderen Kurvenformen. Und das hören wir uns mal kurz an. Nochmal die Sinusschwingung und dann wechsle ich zu den anderen Formen. Ich hoffe, man hört mich noch. Kosinusschwingung klingt genauso. Phasenverschoben also. Jetzt. Schon wesentlich spitzer, das Dreieck. Der Sägezahn kommt jetzt. Mal ganz kurz, dieses Scharfe, das kommt davon von diesen abrupten Änderungen. Und diese abrupten Änderungen, die werden wir jetzt beim Rechteck noch mehr hören. Aber jetzt guckt mal, und zwar möchte ich nochmal auf das andere Video verweisen, wo es um Fourier-Analyse geht. Das setzt sich aus lauter kleinen Einzelschwingungen zusammen. Jetzt zum Rechteck. Also nochmal erst den Sägezahn und dann das Rechteck. Achtung, Sägezahn. Jetzt haben wir ständig Sprünge, ne? Nicht wie beim Sägezahn nur einen Sprung pro Umlauf, sondern ständig springen und schon klingt es noch eckiger und spitzer. Und wie gesagt, aus der Fourier-Analyse, denkt an das Video, dieses hier bleibt hier stehen, also das wartet auf euch, ihr verpasst nichts, da könnt ihr das nochmal gucken. Aus der Fourier-Analyse wissen wir, dass sich eigentlich jede Schwingung, wenn sie periodisch ist, vor allem dann ganz leicht, aus unterschiedlichen kleinen einzelnen Sinus- und Kosinus-Schwingungen zusammensetzen lässt. So, das Geräusch. Und das scheint mit gleicher Frequenz zu funktionieren, denn das Geräusch klingt gleich, denkt man. Aber, und dann werde ich mal auf den Unterschied gehen, indem ich nämlich die Frequenz mal runterregle. Achtung, ich mache jetzt nochmal das Rechteck an und dann gehe ich auf das Geräusch und ihr denkt, ihr hört den gleichen Ton, aber das ist eine Überlagerung von vielen Frequenzen im gleichen Rhythmus dieser Frequenz, die es jetzt hat. Achtung, jetzt das Rechteck. Und jetzt gehe ich mal mit der Frequenz runter. Gut, lassen wir es dabei bewenden. Ein Geräusch sind also unmöglich verschiedenste und zwar mit keiner erkennbaren Periode auftretende Amplitudenänderung. Das Geräusch ist also etwas Chaotisches an Gemischen von unterschiedlichen Amplituden, die sich irgendwie überlagern. Nochmal zu Ton und Klang. Ich habe einen gewissen Ton und ich kann diesen Ton beeinflussen, indem ich verschiedene Frequenzen zumische. Fourier-Analyse, denkt an das Video. Indem ich verschiedene Frequenzen zumische und damit Oberwellen erzeuge, die dann diesen Ton von der Frequenz her nicht verändern, aber einen gewissen Klang, nämlich ein bisschen eckiger, ein bisschen spitzer, ein bisschen weicher, noch ein bisschen einfach voller oder was auch immer verändern. Das Geräusch ist also ohne Periode, ohne erkennbare Periode. Eine Amplitudenänderung, die irgendwie auftritt. Ein Geräusch wäre zum Beispiel auch, das kommt von Rauschen. Das wäre auch ein Geräusch. Ja, und der Knall, den kann ich gar nicht nachmachen. Denn eigentlich ist es nur eine Druckwelle. Eine Druckwelle, die ausgelöst wird und sich fortpflanzt. Aber in Filmen hört man meistens so ein Pff.
Das liegt daran, dass noch verschiedene Reflexionen dieser Druckwelle auftreten und dass das Mikrofon meistens total übersteuert wird. Hört sich auch ein bisschen gewaltiger an, als wenn es nur BAM macht, ne? Gut. Ich hoffe, ich habe den Unterschied ein, zwei Mal erklärt. Nochmal zu der Quelle. Hier steht sie. Da kann man sich das schön nachempfinden. Und jetzt noch eine Frage. Sind denn Herztöne wirklich Töne? Wenn wir nochmal zur Definition hingehen, Töne sind reine Sinus- oder verschobene Sinusschwingungen, also Cosinus, im Wesentlichen Sinus- oder phasenverschobene Sinusschwingungen. Und die Herztöne, man sagt Herztöne, sind eigentlich keine Töne, sondern es sind lauter Geräusche, aber in gewissem Rhythmus. Und das wollte ich jetzt hier nochmal kurz klar gemacht haben. Ich hoffe, dass es so aufgenommen hat, dass ihr das hören könnt. Wir gehen dann in den nächsten Videos nochmal ein auf Ultraschall und Infraschall. Da gibt es ganz spannende Dinge zu berichten, wie man nämlich psychologisch durch Infraschall zum Beispiel beeinflusst wird, beziehungsweise durch Ultraschall geschädigt werden kann. Na denn, ich wünsche euch was. Tschüss.